Mama, was machst du denn da? Gar nichts. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ihr Gauner und Ganoven. Heute reden wir über das Thema Gameboy Modding. Ich habe mich dafür für euch extra frisch nicht rasiert. Und jetzt geht's los mit meinem Bruder, dem Tim. Wir haben so viel gemerkt. Da waren wir immer so klein. Zu viel mit dem Wasser. Ach du Scheiße. Oh mein, alles, wie viel Gold hast du denn, Alter? Was ist ja, ich hab ja meine eigene Gold-Collection gemacht. Willst du was trinken? Ja, gerne. Ein Fassbräuschen vielleicht? Oh ja. Lege ich aber auch irgendwo hier ab. Oder auch nicht. Oder ich hol den direkt raus. Oder ich leg den hier ab. Müll? Das Müll? Boing. Mit Präzision. Irgendwas, wie kann man rein? Ich werde da irgendwie sagen, bla bla, Tim. Und dann mache ich immer. Ja, hallo Tim! Ja, hallo! Hallo. So, in diesem Sinne erstmal Prösterchen. Skoll. Ne? Skoll. So. Das will ich nicht direkt vors Mikro, sonst bin ich nämlich ein kleiner Assi. Heute, wie gesagt, Tim hier bei mir zu Gast von Cross Button Forge. Ja, Thema Gameboy Modding passt zwar ja, im ersten Augenblick vielleicht nicht unbedingt in den Nintendo-Bereich, aber ist ja trotzdem auch ein kreativer Prozess, den man hat und so weiter. Und da der Tim mich im Prinzip gefragt hat, ob ich ein Logo für ihn entwerfen kann, haben wir gedacht, das mischen wir jetzt irgendwie alles zusammen. Und deshalb werden wir jetzt heute über Gameboy Modding sprechen. Und als die erste Frage, die da lautet, wäre natürlich, was macht ein Gameboy Modder? Ein Gameboy Modder? Ja, was macht ein Gameboy Modder? Er moddet Gameboys. Ja, krass. Ja. Das war es auch schon mit der Folge, ich hoffe. Macht's gut. Sie hat euch gefallen. Ich modde Gameboys. Ich sammle Gameboys, ich modde Gameboys. Das hier ist jetzt so mein aktuellstes Projekt. Mhm. Bisher im Freundeskreis habe ich die Leute alles schon infiziert. Das ist jetzt für eine Kollegin, die wollte einen Gameboy haben, in Rot. Das ist ein originales, transparentes Gehäuse, was ich von innen lackiert habe, alles fein gemacht habe und dann mit kleinen Decals verziert habe jetzt hier für die weiblichen... Für die weiblichen Fans des Gameboys. Gameboys, ja. Gamegirl. Ja, cool. Nee, ja, ist heute erst fertig geworden. Ja. Genau, um zu präsentieren, bringe ich den mal mit. Ja, den werden wir mit Sicherheit irgendwo hier, da oder im Vollbild einbinden. Ja. Genau. Ja, cool. Ja. Da hat man halt viele Möglichkeiten. Das ist jetzt so die klassische Variante. Gut, ich habe ein Glasdisplay eingebaut. Aber wir haben auch die Möglichkeiten, halt ein Backlight einzubauen. Einer meiner ersten Mods, so würde ich es mal nennen. Das waren so meine Anfänge. Ist dann halt dieser klassische Gameboy. Ups, wow. Boah, das wäre es fast gewesen. Das schneiden wir raus. Und ich habe so einen kleinen Goldfetisch und habe wieder ein originales Gehäuse genommen von damals und färbst die einfach von innen. Mhm. Ja, dann hast du eine Versiegelung, Oberflächenschutz und ich fand diesen Skeleton-Look halt sehr nice. Ne? Wenn man den dann halt startet, dann ist halt so ein Backlight. Das sieht ein bisschen anders aus als wie früher, vor 30 Jahren. Genau, ja. 30 Jahre, ja doch, 30 Jahre auf jeden Fall. Ne? Und das ist halt einer meiner absoluten Lieblingstitel. Ich werde nie vergessen, wo ich ein kleiner Ursel war. Wo meine Patentante mir damals 3 Gameboy-Spiele geliehen hat. Mhm. Und darunter war dann auch Zelda Link's Awakening. Mein absolutes Top-Favorite-Spiel. Okay, ich bin da leider raus. Also bei Zelda ist wirklich was mich nie gepackt hat. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich habe irgendwie auf dem Super Nintendo mal Zelda gespielt beim Nachbarn, ne? Aber ansonsten habe ich, glaube ich, Zelda bin ich relativ weit von weg. Aber generell Rollenspiel ist nicht so meins. Ach. Außer. Aber das hat jetzt gar nichts mit Gameboy zu tun. Fable. Auf Fable. PC. Boah, fand ich mega geil. War das einzigste Spiel, was ich jemals auf PC gespielt habe. Oh. Ne? Aber das war gut. Die Reise nach Albion. Mhm. Ja, mit dem Gildenmeister. Ja, genau. Das fand ich sehr geil. Also, allein die Tatsache, dass du halt dieses Gut und Böse und so dich dem anschalten kannst, das fand ich sehr geil. Also man kann aber schon sagen, also Gameboy Modding ist Gameboy Tune. Quasi schon. Quasi, ja, ne? Ja, so ein bisschen so in die Richtung geht. Die Frage hat sich, glaube ich, schon übrig, weil ich wollte eigentlich anfangen, ob du nur den Ursprungs Gameboy moddest oder auch Advance und Co. und so. Ja, oder wie sieht's aus? Auch weiter bis zur aktuellen Switch oder bist du da raus? Ich hatte mir das Ganze mal angeschaut, aber es ist sehr komplex. Also wenn ich da einen Fehlgriff mache, kann das in die Hose gehen. Ich habe mich da jetzt noch nicht dran gewagt. Mhm. Ich sag mal jetzt so vom Classic bis zum SP ist das Ganze sehr angenehm. Mhm. Ich habe damals angefangen mit dem Nintendo DS Lite tatsächlich. Ja. Das war ein Fehler, also eine Vollkatastrophe. Jeder, der damit anfangen will, der soll sich erstmal wirklich an den Classic
oder an den Pocketwagen, die sind sehr, sehr einfach zu modden oder Color, was auch immer. Alles vor der Nintendo DS-Reihe quasi, weil ich habe die Krise bekommen, wirklich. Nee. War nix? War nix, überhaupt nicht. Ja, hätte ja auch sein können, dass du jetzt von mir aus sagst, ja, ich mache sowieso nur Retro. Weißt du, ich meine, der Gameboy ist ja schon, also. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch keinen Bezug so zum Gameboy, finde ich das immer noch, das ist geil. Ja, aber ich sag mal, DS oder auch die Switch jetzt so, ja, es ist zwar schön, ist aktuell, aber mich hat es nicht gefangen. Ja, ist wahrscheinlich wie bei den Konsolen auch. Also ich meine, es gibt nichts über ein SNES oder ein NES. Ja, definitiv. Beim Commodore 64. Definitiv. Super Nintendo war auch meine erste Konsole damals. Ja. Ja, klasse. Wirklich. Ja, ne? Geiles Teil. Wie sieht das aus? Ist das eine Sache, die man nur hobbymäßig macht? Oder sagst du, das wäre auch eine Sache, die man gewerblich machen könnte? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Es gibt einige auf dem Markt, die das gewerblich machen, die dann die Gameboys mit Backlights anbieten oder andere Modifikationen auch nach Wunsch anbieten. Möglich ist es, aber ich weiß nicht aktuell, wie der Markt da steht. Also für dich rein Hobby? Ne? Für mich rein Hobby, klar. Genau, okay. Definitiv rein Hobby. Ja. Eine kleine Pause? Ja. Das schneiden wir sowieso wieder rein wahrscheinlich. Ja, kann jeder eigentlich im Prinzip mit diesem Hobby anfangen? Also was müsste der mitbringen, wenn du sagst, so pass auf, also jemand, der Gameboy modden will, der muss auf jeden Fall Verständnis für das haben oder so oder so oder so. Gibt es irgendwelche Eckdaten, wo du sagst, das muss auf jeden Fall jemand können? Man muss definitiv einen Schraubendreher bedienen können. Oh, und dann sind dann die Hälfte meiner Zuschauer raus. Nein, Quatsch. Nein, war nur Spaß. Also Feingefühl ist da schon angesagt, ne? Wie ich gerade schon mal erwähnt hatte, wenn du eine Schraube durchdrehst oder so, dann hast du da schon ein Problem. Du kannst sie zwar immer noch irgendwie rausdrehen oder rausbohren, wovon ich abrate, definitiv. Oder einen Lötkolben führen ist auch von Vorteil. Das war jetzt beispielsweise hier der Fall. Da musste ich ich musste dort noch einen Chip einlöten, damit der Kontrast geregelt wird. Das ist so ein Beaver-Chip. Und ja, man braucht halt so ein gewisses Feingefühl. Ne? Ich weiß von einigen, von denen ich gelesen hatte, dass die, wenn die jetzt hier den Classic Game Boy gemoddet haben, wenn die jetzt hier so ein, ich sag mal, das ist so ein 10€ Backlight, das kann eigentlich jeder. Ja. Aber es ist halt eine Schwierigkeit, das Display da auseinander zu friemeln und zu reinigen. Und da kann halt vieles schief gehen. Ja. Okay, ja, und da ja hier meine Zuschauer hoffentlich auch Tattoo-Anfänger sind, gehe ich mal davon aus, dass sie ein bisschen Feingefühl haben. Also wenn ein Grobmotoriker wird wahrscheinlich weniger ein Gameboy aus einer Schraube oder irgendjemand dann einfach die Nadel in den Arm hacken. Also man kann ja schon sagen, so ein Schraubendreher sollte zumindest jeder bedienen können und sag mal ein bisschen Fingerspitzengefühl reicht dann wahrscheinlich, um, sag ich mal, zumindest zu starten damit, ne? Ja, definitiv. Definitiv. Und ansonsten holt man sich vielleicht auch Anregungen bei YouTube und Co., ne, oder? Genau. Es gibt einige YouTuber, die dort auch ihre Videos abdrehen und zeigen, wie das funktioniert, ne? Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Oder? Mir ist das scheißegal, ne? Aber mir ist das scheißegal, ist ja für die Werbung eigentlich letztlich, aber. Einer der bekanntesten ist Retro Future beispielsweise. Ja. Ne, der kommt aus England, der macht klasse Videos. Der ist super. Retro Future. Draufgehen, angucken. Guter Mann, scheinbar. Okay. Ja, besondere Tipps für Anfänger hast du im Prinzip schon gesagt. Also, die sollten nicht unbedingt mit was anfangen? Mit dem DS hast du gesagt? Ja, definitiv. Ja, nein. Das ist also nichts. Also, schon eher so der klassische Game Boy oder Game Boy Color, gehe ich mal von aus. Genau. Tut's genauso. Trance, SP, ja. Also, die alten, alle vor DS quasi. Ja, das ist gut. Also, wir werden gleich auf jeden Fall oder irgendwann im Laufe des Videos immer wieder ein paar Game Boys hier auch einblenden, damit ihr seht, was alles so beim Tim abgeht, so bei Cross-Button Forge. Ne? Folgen auch auf Instagram, werde ich irgendwann mal hier oder da oder da oder da oder da einblenden. Damit ihr auch, damit ihr dem Kollegen ein bisschen Liebe geben könnt. So, ansonsten ist natürlich die große Frage, wie bist du jetzt, oder ja, ich meine, wahrscheinlich liegt es nah, einfach weil wir sind halt Stiefbrüder. Ja. dass du gesagt hast, was, ich hau mal einen Tätowierer an, so ein Logo zu machen oder. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass du gedacht hast, der Olli kann schon irgendwie zeichnen. Da soll er mal machen. Ja, ich wollte den Besten haben. Ah, Ja, und da kann ich auch heute Nacht wieder beruhigt einschlafen. Ja, das. Warte, Geld gibt's gleich. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall cool, ja. Was soll ich sagen? Im Prinzip können wir direkt übergehen. Also, ich meine, der Zusammenhang ist irgendwie bei uns klar, aber. Die Grundidee war, also ich meine, ich werde auf jeden Fall gleich mal das Logo einblenden oder ich hole mal irgendwas. Ich habe doch hier den Ordner. Ich habe hier einen wunderschönen Ordner. So, und da habe ich auch dann letztlich dieses wunderschöne Logo. Dein Logo. So, das werden wir gleich auf jeden Fall irgendwo auch nochmal einblenden für euch, damit ihr sehen könnt,
was da so abgeht. Und ich mach mal hier, guck mal hier, die Kamera, die ist eigentlich relativ gut dabei. Und ich guck mal hoch, runter, Seite. Scheiße, alles ist spiegelverkehrt. So, ja, keine Ahnung. Ich werde das auf jeden Fall gleich in Großauflage machen. So, das ist letztlich, das kannst du ja dann auch so mitnehmen. Einscannen, vervielfältigen, wie du willst. Vielen Dank. Vielen bitte. Die Frage ist natürlich, wie bist du, oder was hat dich dazu bewogen, einen Gameboy auf einen Amboss zu legen? Ja, ja, genau. Weil das war so die, waren ja so die Rahmenbedingungen. Gameboy auf einen Amboss. Später haben wir, glaube ich, noch irgendwie dann die Rune noch irgendwie, weiß gar nicht, wer die Idee hatte, ob ich oder du, aber die Rune mit da rein, ein paar Sonnenstrahlen im Hintergrund, okay, so damit ein bisschen halt, ja, ich sag mal so, der Gameboy kommt aus Japan, korrekt? Richtig, korrekt. Und da passte, sag ich mal, so ein japanischer, also so ein Sonnenstrahlen im japanischen Look eigentlich ganz gut. Ja. Ja, wie kam es dazu, dass du sagst, ich hätte gern ein Gameboy auf einem Amboss? Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ne? Wie nennst du dich? Und ich wollte halt irgendwann mal anfangen, so, ich sag mal, als Zweithobby, meine Geräte dann auch irgendwo zu präsentieren. Und Instagram ist da die beste. Die beste Wahl? Die beste Wahl, ja. Danke. Das Hirn kurz ich ausgesetzt. Möchte lösen. Na, damit habe ich einfach so nebenbei mal angefangen. Ne? Mhm. Letztes Jahr im Oktober, glaube ich, habe ich den klassischen Gameboy von meinem Vater tatsächlich auch noch hochgeladen. Mhm. Und dann halt immer so nebenbei meine Geräte präsentiert. Und ich habe halt etwas gesucht, was alt wirkt. Ich weiß, ja, ein Schmied, der fertigt ja was. Das ist ja quasi so dieser Ursprung beim Schmieden, Stahlformen. Ja. Ja. Den Zusammenhang verstehe ich, ja. Ja, genau. Und ja. Ich fand es irgendwie, ich fand es geil. Ich weiß nicht, ich fand es einfach geil. Ja, also ich muss sagen, ich finde das auch sehr geil. Ne? Also ich finde das sogar als Motiv zum Tätowieren mittlerweile geil. Ja, und ich habe es so auch noch nicht gesehen, weil die meisten nehmen, klar, Gameboy, schreiben da ihr Logo rein oder weiß der Geier was. Das war's, ne? Genau, und ich habe halt lange gesucht, ich weiß gar nicht, ja, so Namen wie The Game Man, aber so richtig oh, scheiße. Sehr kreativ. Sehr kreativ, ja. Ne? Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ne? Und dann bin ich irgendwann so, ja, Kreuz, Knöpfe, Cross-Button, Forge, Schmiede. Also ich habe zu Kreuz und Knopf was gesucht, was irgendwie passt. Und Forge fand ich klasse, hörte sich super an, Schmiede, und dann kam der Amboss quasi zustande. Genau, dann das ganze Forge. Ausschneiden. Bestimmt. Ja, das war die das Lustigste ist eigentlich, wenn man sich irgendwie in einer Tour in irgendeine Betrüge redet. So, ja, das, ja, das kommt, ich, das kommt ja, auf jeden Fall sympathisch rüber. Ne? Ja, also, ja. Wir sind halt nicht perfekt. Wir sind Menschen mit Fehlern. Andere Frage, bist du tätowiert? Ich bin tätowiert, ja. Ach, tatsächlich, das wusste ich ja gar nicht. Ja, du bist halt sein Stiefbruder. Ja. Okay, ja. Und deine, so deine Einstellung zu Tattoos irgendwie? Positiv. Positiv, sehr positiv ist schon mal gut. Ja. Bist du, würdest du sagen, bist du auch eher der Typ, der, ja, wie soll ich sagen, der sagt, ich mache mir ein Tattoo, weil ich irgendwas habe, was ich damit verbinde? Oder sagst du, ich mache mir ein Tattoo, weil ich finde, das sieht geil aus? Beides tatsächlich, aber mehr die Verbindung. Mhm. Weil so Modetattoos beispielsweise, nee, überhaupt nicht. Ja, also das die müssen schon was aussagen, muss schon was Persönliches hinterstecken. Man präsentiert das ja quasi, ne, in die Welt, wenn man ein Tattoo trägt. Ne? Ja, genau. Ich habe nicht viele Tattoos. Eins von dir damals, du hast mir ja damals hier das Geburtsdatum meines Sohnes tätowiert. Ne, und oh, ihr anfing. Ja, genau. Da machen wir keine Aufnahme von. Da schneide ich raus. Ja. Und eins hier auf den Unterarm, was eine alte Kamera geil ist, weil ich ja damals, boah, ich habe 2008 angefangen, meine komplette Jugend zu filmen quasi. Ne? Mhm. Hab dann auch Filme zusammengeschnitten damals, aber für den privaten Bereich, ne? Für meine Jungs und Mädels damals. Ja. Und weitere Tattoos sollen definitiv folgen. Allerdings kam jetzt Corona dazwischen, ja. Deswegen steckt mein ganzes Geld jetzt gerade hier auf diesen Tisch. Fuck Corona. Ja, ja, irgendwie muss man es ja ausgeben. Ja. Also, ja. An mir ist das ja auch nicht vorbeigegangen und deshalb sieht man das an der ganzen Technik, die hier aufgebaut ist. Ja, ja. Ja, wo das Geld dann reingeflossen ist und dann habe ich gedacht, so, dann machst du halt ein bisschen was in YouTube, ne? Ja. Wenn man wieder sagt, mach zu. Ne? Ich habe vielleicht noch eine Abschlussfrage an dich, ne? Eine Abschlussfrage? Ja, eine gute Abschlussfrage. Oh. Also, wir haben uns hier durch eine Abschlussfrage durch. Okay. Der Pavel musste, glaube ich, durch die Frage durch Porsche fahren oder Tattoos und der Herr da ganz klar beantwortet. Bei dir, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Die Abschlussfrage wäre: Tattoos oder ein Game Boy Advance SP in der Legend of Zelda Minish Cap Edition?
Ja, ich habe gegoogelt. Ist das die goldene mit dem Triforce auf den... Mhm. Die habe ich sogar tatsächlich, also nehme ich eher die Tempest. Geil, ja, sehr cool. Super, Mann. Ja, habe ich nicht mitgebracht heute, weil... Perfekt. Ja, Leute, was soll ich euch bloß sagen? Jetzt ziehen wir uns noch ein paar Gameboys rein, werden die alle abfilmen und spielen euch die ein. Entweder jetzt gleich im Anschluss oder auch zwischendurch mitten im Gespräch. Werde ich mit Sicherheit auch den einen oder anderen einblenden. Ich hoffe, die Folge hat euch hier an dieser Stelle gefallen. Falls ja, bitte den Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren ist auch ganz wichtig, natürlich, wie immer. Und ja, wenn ihr dem Kollegen hier folgen wollt mit seinen absolut genialen Umbauten von Gameboys und Advanced Gameboys und hast nicht gesehen, dann einmal @crossbuttonforge auf Instagram. Abonnieren, folgen, liken, teilen, alles machen. Vielen Dank. So, meine lieben Freunde, das war's an dieser Stelle mit diesem kleinen Exkurs in Richtung Gameboy-Modding innerhalb eines Tattoo-Talks. Auch mal ein geiles Thema, finde ich. Wenn noch Fragen offen sind zum Thema Gameboy-Modding, dann haut es einfach in die Kommentare rein. Mein Bruder wird mit Liebe und Leidenschaft jede einzelne Frage von euch bis ins kleinste Detail beantworten, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn nicht, dann macht das halt ich. In diesem Sinne bin ich raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis demnächst.